Ja, hi, willkommen. Mein Name ist DaniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Crash Bandicoot 2. In der letzten Folge haben wir so, ich glaube, die ersten drei Level haben wir gemacht, ja, ich glaube schon. Und ja, uns fehlt noch eine Level. Wir haben einen Edelstein hier verpasst, weil uns irgendwie zwei Kisten gefehlt haben. Ich habe keine Ahnung, wo und wie, aber was soll's, wird vertagt. Wir gehen jetzt in Crash Dash, da werde ich auch hoffentlich mal alles absahen. Crash Dash, so ist auch eine Level in Crash Bash. So eine Rennlevel irgendwie. Oh, ich sehe schon, worauf das führt. Aber das wird nicht gut. Aber hier könnte ich mir zutrauen, alle Dinger zu bekommen. Oh Gott! Oh, nicht nach hinten gucken. Jetzt nach hinten gucken, dann aua. Ja, in die Dinger sollte ich nicht rein. Boah. Hat Indy schon wieder seinen Felsbrocken hier verloren? Nicht in die einen Dinger reinlaufen, ey. Meine Güte. Ah. Ah. Ja. Vorn leben. Ho, ho, ho. Willst du eigentlich? Ah. So. Ah, nicht schon wieder. Muss ich jetzt mal in das erste Ding reinlaufen, ne? Oh Mann. Oh, geh weg. Wird hätte nicht auf. Wieder tut die ganze Schwerkraft hier ignorieren. Ja, das aber, ne? Ha! Alles klar. Hui! Genau wie die Bonus-Level, die man im ersten Teil hier. Oh Gott. Autsch. Beim ersten Teil machen konnte. Die sahen auch irgendwie alle so aus. Warte, du Kleiner. Verliere ich eigentlich Leben, wenn ich im Bonus-Level verrecke? So, das hatte ich vorhin eigentlich auch vor. Voll stylisch. Na, scheiß auf das Leben. Das wunderschöne Leben. Ach Gott. Vier, fünf, sechs, sieben. Ja, das war schon zum Scheitern verurteilt. Ich verliere kein Leben. Sehr gut. Also schlecht für euch, aber gut für mich. Weil ihr müsst das dann jetzt die ganze Zeit immer wieder sehen. Das ist natürlich nicht doof. Nicht doof, ja. So. So, so verhindere ich, zerquetscht zu werden. Zerquetschen ist nicht gut. Wer hat euch das denn gesagt? Hallo? Kabus. Nein, habe ich schon gesehen. Wieso schaffe ich das nicht? Noch mal an. Seid mich doch nicht hier die ganze Zeit auf. So. Noch mal. Mach mal lieber so. Hier. 5, 6, 7, 8. So, 1, 2, 3 zieht mir mit, 4, 5, ich habe mich jetzt verzählt, glaube ich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, 8 mal. Jetzt weiß ich's. Hui. Ich habe kein Leben dazu bekommen, was? Achso, ja, ich habe gerade in die Luft gesprengt. Da war ja was. So, gehst du hier noch weiter? Sollte mir das jetzt irgendwas sagen? Ich weiß nicht. Oh Gott! Ha! Diesmal ausgerichtet. Na, verdammter Dreck! Aber jetzt muss ich auch noch Dinger kaputt machen. Oh, ich hab Leben dazu. Komm! Was sagst du dazu? Spiel.
Ja, diesmal weiche ich aber aus, ne? Verdammter Dreck! Oh, verdammt. Aber. Nein, Mann! Oh. Ja. Wieder fällt er nicht auf. Ich hoffe, das war's. Oh, ich habe meine Level komplett erledigt. Price me. Oh. So sieht er ja aus, wenn er hochgebeamt wird irgendwie. Price me. Kristall. Oh, Edelstein. Boah, die ganze Level mal geschafft. Oh, kolossal. Oh, gib's mir. Was? Crash! Oh nein, der Plot. Hör gut zu. Wir haben durchaus Feinde. Einige davon könnten dir sogar bekannt vorkommen. Innerhalb dieses Warp Rooms können sie dir zwar nichts anhaben, doch auf dem Weg zum nächsten könnten sie dich überfallen. Um zum nächsten Warp Room zu gelangen, steig auf die Plattform, die in der Mitte des Raums erscheint. Viel Glück. Alles klar. Beam mich rauf. So, erster Boss. Ha, wer war das nochmal? Ist das vielleicht Dings? Wie konnte ich nur den vergessen? Most favorite Charakter von mir. Ist da gerade ein Buch, wo Crash drauf stand? So. Weil der ist genau wie im ersten Teil nicht so schwer. Muss ich einfach nur irgendwo außer Gefahr hinstellen, erstmal. Oh, ich liebe diese Lache. Oh Gott. Muss ich einfach immer nur irgendwo hinstellen, da weiß ich sogar noch ein bisschen auswendig, glaube ich. Ja. Und ich dann einfach anschlagen. Verstehe zwar nicht, wie den TNT und Nitro irgendwie nichts annehmen kann, aber was soll's. Oh Gott. Ja, im ersten Moment ein Professor und dann wieder durchgeknallt, geisteskrank. Reparo. Boah. So, das bloß nicht vermasseln. Muss ich jetzt in. Oh Gott. Oh, ich liebe diese Lache, ey. Und Susi und Sträuch, glaube ich. Und irgend so eine Hyäne oder ein Hund oder was weiß ich, was das war. Tsch. Boah. Ha, und jetzt tanze ich schon wieder. Boah. Sehr schön. Siegestanz, Crash. Und weiter geht's. Schade, dass die Bosse nicht so lang gehen, ganz ehrlich. Ein paar Akku-Akku-Masken irgendwie so hinterher werfen und so, und dann kann man schon ein paar längere machen, finde ich. Ja, was soll's. Der Schlechter ist wohl mal wieder sein Geld nicht wert gewesen. Doch Scherz beiseite. Es fehlen noch einige Kristalle, 20, um genau zu sein. Die Planeten sind bald in Konstellation, alle 13 davon, und werden eine Kraft erzeugen, die groß genug ist, die Erde zu zerreißen. Mit den Kristallen jedoch lässt sich die Energie gut abfangen. Ja. Crash, bist du da? Oh, hi. Ich habe dich überall gesucht. Ich habe nicht viel Zeit, dir das zu erzählen. Du musst vorsichtig sein. Cortex zu vertrauen ist ziemlich unklug. Crash, ich kann die Verbindung nicht mehr lange aufrechterhalten. Crash, geh und du. Alles klar, Schwester. Ja, wir haben jetzt hier einen neuen Warpraum und ich meine, irgendwie kann man auch noch mal gegen die Bosse kämpfen. Oh geil. Aber ich weiß jetzt nicht wie. Muss man irgendwas drücken oder so? Keine Ahnung. Egal, wir sind im zweiten Warp Room. Das heißt, die nächsten 5 Level waren davon. Und zwar Snow Biss. Okay. Das hat irgendwie eine Anspielung an Abyss oder was weiß ich. Keine Ahnung. Ich interpretiere da schon wieder viel zu viel rein. Ein Schneelevel, yeah. Nein. Lass da rausgehen, okay. Boah, oh man, noch mehr Eis. Oh. Ich wollte dich gar nicht treffen.
So, jetzt sehr gut aufpassen, da ist doch bestimmt ein Leben. Nein! So, gut aufpassen, dass ich hier nicht schon wieder irgendwas übersehe. Das würde mich nerven. Oh, schon wieder geht's hier so hoch. Ja. Und zack. So, hier was. Checkpoint, ja. What? What? No. Hört doch voll später kann. Was ist das? Wie? Ich hätte dich gerade gebrauchen können. Wo warst du? Now I kill you. So. Und zack. Und zack. Und da schon wieder das nächste Ding. Hä? Ist ja nicht nur einer? Also ein Edelstein? Da war zu wenig. Ja, ich würde das so nicht erreichen, Mann. So. Gefährlich ist dies. Warum hat mich niemand gewarnt, dass er Tod und Verzweiflung auf mich wartet? Okay. Ich nehme an, das war gut, dass ich die getroffen habe. Zack. So, sehr gut. Wie Aura. Wie Otters sind im Eis zu Hause. Wir sind im Wasser zu Hause, Mann. Ja, okay, da ist gefrorenes Wasser, aber seid ruhig. So, mehr ist hier nicht, ne? Man ist hier irgendwo der Edelstein so versteckt. So, haha, du hast ihn nicht gesehen. Whoop. Nein. Pff, wieso spring ich auch noch da rein, ey? Was? Oh, oh. Stimmt, ich habe ja nur den Angriff. Töte. Verdammt. Töte. Och, Mann. Ja, ganz ruhig, Daniel. Nein! Bitte früh gesprungen, Mann. Wie gesagt, ganz ruhig. Ich bin die Ruhe selbst. Jetzt, habt ihr das gesehen? Das war voll cool. Und das Single Damn was given that day. So. Alles klar. Wieso rutsche ich nicht einfach da durch, ich Idiot? Ey. Oh, die schönen Leben wieder. Damn. So, jetzt vorsichtig. Da soll ich rutschen. Zack, so. Meine Güte. Das ist ein Bonusding. Hohoho. Wie? So. Kann ich schon wieder zurücklatschen anscheinend. Nur für was? Für kein Leben anscheinend. Doch, ein Leben. Ha. Okay. Ja, vorsichtig, vorsichtig. Vorsichtig, vorsichtig, Mann. Ganz ruhig bleiben, Mann. So, geschafft. Aber da ist schon wieder so ein verdammter Edelstein gewesen. So eine Plattform gewesen, eine unsichtbare. Nein! Das Leben wollte ich haben. Hey, die Rolling Stones, was machen die denn hier? Habe ich ja seit dem ersten Teil nicht mehr gesehen. So wie alles andere. Dann schlage ich jetzt weg. Meine Güte. Nein! Da war stylisch. Ach man. 124, willst du mich? Wie aktiviere ich denn die Dinger überhaupt? Hallo? Einer aus dem zweiten Level konnte ich auch nicht aktivieren, Mann.
Ja, Plot? Nein? Okay. Dann speichere ich hier und beende diesen Part von Let's Play Crash Bandicoot 2. Ja, jeden Part so 5% komme ich mit klar. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao!